Ich schlumme es, aber mir sei erst hier und mich nerven mal. Accommodate, Jude. And on the last page. Vorletzte Seite. Vamutsche Bifne Acheron. Medobar be Vikoret Hamichtavim. Herr Zeuge, Sie haben gestern gesagt, bei dem Lager Theresienstadt, dass Sie mit Postsachen nichts zu tun hatten unter Überwachung. Wollen Sie erklären, wie Sie nun hier mit dieser Sache zu tun haben? אדוני העד, אמרת אתמול לגבי מחנה תרזין, כי לא היה לך עניין בפיקוח על הדואר ודברים אלו. התסביר כאן מה היה עניינך כאן. In diesem Fall war diese Vorbeugungsmaßnahme reichswichtiger Natur, denn das Datum vom 5. November 43 und die Nähe Hollands am damaligen Feind England waren die Triebfedern dieser Vorbeugungsmaßnahmen. Während im Protektorat, das im Herzen des damaligen Reiches gelegen war, solche Gefahren nicht bestanden, bestanden sie hier sehr wohl und daher musste das Reichssicherheitshauptamt zu einer solchen Maßnahme greifen. במקרה זה היה זה אמצעי מניעה בעניין החשוב לרייש. רואים כי התאריך הוא החמישה בנובמבר 42 וקרבת הולנד ומי שהייתה אז האויב אנגליה האויב האנגלי England, that added significant תנופה או חשיבות לאמצעי מניעה זה. לא כן היה בשטח החסות אשר היה בלב הרייש, שם לא הייתה צפויה סכנה, ואילו כאן הייתה צפויה סכנה, ומשום כך היה צריך המשרד הראשי לביטחון הרייך לנקוט באמצעי זה. Zur abschließenden besseren Verständnisnahme darf ich noch bemerken, dass die ganze Angelegenheit von der Auslandsprüfung an das Reichssicherheitshauptamt herangetragen worden ist und hier gemäß dem Dienstweg sicherlich über das Amt 6 Spionage und Kontraspionage kam und dementsprechend dann zum Schluss vom Amt 4 behandelt werden musste. לסיכום ולשם הבנת יתר שכל העניין אוכל לומר כי עניין זה דהיינו ביקורת מכתבי חוץ לארץ הובא בוודאי אל המשרד הראשי לביטחון הרייך בנתיבי השירות באמצעות המשרד 6 ריגול וריגול נגדי ומשום כך צריך היה כאן המשרד הראשי לביטחון הרייך לפעול. And then, of course, the head office of Reich Security. Das nächste Dokument, Tag 561. Es ist wieder ein Schreiben von Zöpf. המסמך הבא, Tag 561. Schuf, zehu, Mechtaf, mit Zöpf. A letter from Zöpf, again. Es ist vom 11.11.43 über eine Besprechung vom 10.11.43 unter Teilnahme von Eichmann, Hahnemann und Zöpf. זהו מיום 11.11.43, אודות דיון מיום 10.11.43, בהשתתפות אייכמן, האנמן וצ'ף. יש להם פרמרק über דיאמנט, הנדלר, ארבעטר ושונסיות ספציאליסטים. Hier ist wesentlich auf Seite 2 zu Punkt E die endgültige Entscheidung durch den Reichsführer SS auf Vorlage durch das Reichssicherheitshauptamt bleibt vorbehalten. Zehu Mizkar
אודות שוחרי ופועלי יהלומים ומומחים אחרים. וחשובה כאן בעמוד 2 הפסקה A, ההכרעה הסופית נשמרת לרייכספירה אס-אס בעקבות הגשת העניין באמצעות המשרד הראשי לביטחון העם. Urkunde 1352. Ist eine Besprechung vom gleichen Tage als weitere Judenbearbeitung. Diesmal ist dabei der höhere SS- und Polizeiführer Naumann. זהו דיון מאותו היום על המשך הטיפול היהודים. הפעם נוכח אס-אס בריגדה פירר נאומן. Es ist hier in einer Reihe von Punkten aufgeführt, das Programm, wie man vorgehen will. במספר פסקאות מפורטת כאן התוכנית לפיה רוצים להתקדם. Der Punkt C ist bemerkenswert, das heißt doch gemäß Mitteilung des S-Gruppenführers Glücks werden die Kirschner und so weiter am 13.11.43 nach Auschwitz abgeschoben. ראויה לציון הפסקה C, שם נאמר כי בהתאם להודעת גרופנפירר גלוקס יגורשו ב-13-11 הפרוונים וכולי לאושוויץ. הרצל יבורס אגב שיש צושטנדישקט יש אס-גרופנפירר גלוקס היא אין דיזה אנגלגנת. שאלתי אל העת, מניין נובעת כאן סמכותו של אס-אס גרופנפירר גליקס בעניין זה? אס-אס גרופנפירר גליקס war der Chef der Amtsgruppe D, Inspektion des Konzentrationslagerwesens im Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt. Und hier wird es in diesem Dokument bestätigt, was ich bereits schon einmal gesagt habe, nämlich, dass die Zielstationen und das Nähere drum und dran nicht vom Reichssicherheitshauptamt aus bestimmt und angeordnet wurden, sondern vom Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamt aus. Es ist Gruppenführer Glücks. Es ist Gruppenführer Glücks. Was a member of Division D in the office of administration and economic affairs. This document confirms the presence of the Reich. אלא דווקא המשרד הראשי למינהל ולכלכלה הוא אשר קבע את תחנת היעד לגירושים ופרטי פרטים אחרים. Lag eine besondere Veranlassung vor, dass sie selbst nach Holland fuhren zu dieser Besprechung? האם היה דבר מה מיוחד שהביא לנסיעה שלך להולנד לישיבה כזאת? Von all den hier angeführten Punkten habe ich eine direkte Erinnerung nur noch an die Tatsache oder an die Vorstellung der Diamantenspalter. Da weiß ich, dass um jene Zeit eine ziemliche Aktenbewegung im Gange war. מכל הנקודות הללו, זכורה לי רק העובדה הפרשה של מוקעי היהלומים אשר היו עניין לתכתובת מיוחדת. And there was a lot of motion of correspondence in Panama at that time. You cannot remember any... Sicherlich musste ich an Ort und Stelle die Tatsachen feststellen, um sie zu berichten, denn es ergibt sich ja hieraus, dass ich selbst nichts entscheiden konnte. Barur haya shehaya alai lamot bo bamakom al haudot u'musor alehim b'cheshbon u'barur certainly I could not have made any decisions on my own. Das nächste Dokument, Tag 571, es ist ein Schreiben von Eichmann.
vom 11. Dezember 1942 an das Auswärtige Amt. Nämlich der Marschall Eichmann, der Minister. Eichmann's letter to the Foreign Ministry of the 11th of December 1942. Ist hier gesagt, dass im ersten Absatz am Ende bei Vorliegen eines positiven Reichsinteresses ist von hier nach Prüfung vorgesehen, der Auswanderung einzelner Juden stattzugeben. Neymar kann, ki it says here, ha-kabana-kan, that the intention is to permit the emigration of individual Jews if there is a positive state interest. Weil der Zeuge gestern gefragt wurde zu den positiven Reichsinteressen. Er sagte, es sind Geldangelegenheiten. Man sieht hier durchschnittlich auf der zweiten Seite vorletzte 100.000 Franc. Aber am Schluss, in dem Sonderfall des Professors Meyer, wo 150.000 Franc geboten sind, wird abgelehnt aus den besonderen Gründen. Weil es ein intellektueller ist. I refer to this document because the accused was asked yesterday about the definition of the positive state interest. Here we see that the main concern was the payment of monies. The second, last paragraph on page 2, there is an average amount of 100,000 francs. But yet, in the last paragraph, there is a refusal to the emigration of Professor Meyer, although he offered to pay 150,000 Swiss francs, and this because the man is considered an intellectual. Judge Halevi, can the accused explain this case? Herr Richter, warum dieser Antrag damals abgelehnt werden musste, ist mir heute nicht mehr erklärlich. Aber Neymar Madur, mit mir so intellektuell. Judge Halevi, but it says that because the man was an intellectual. Ja, aus beruflichen Gründen. Nur weiß ich nicht mehr, welches die spezifischen Gründe gewesen sind, warum er aus diesem Anlass abgelehnt wurde. Also jetzt ordnet Judge Halevi, but there is another document, P554. And the original number 1484. You mentioned this letter, you made reference to this letter. A letter dated 1st of December 1942. Jawohl, die Staatsanwalt Nummer 1484. Okay. Jawohl. Dort steht hier was. Jawohl, hier steht's. It says in that document because he is an intellectual. Das bitte ich zu erläutern. I would like you to explain that. Herr Richter, ich könnte heute auch nicht mehr sagen, als wie, dass ich hier lese, weil mir der Fall selbst nicht in Erinnerung ist. Aber es steht hier, als um eine, also um einen Intellektuellen handelt, also ist die Ursache, die Tatsache, dass es sich um einen Intellektuellen handelt, Gegenstand der Ablehnung gewesen. Können wir explain why? Sicherlich hat man befürchtet, dass dieser Mann zufolge seiner geistigen Kapazität dem Reich im Ausland Schaden anstellen könnte. So nehme ich an. Denn ich selber konnte es auch nicht entscheiden. Ich hätte ja nie die Befugnis gehabt, das Angebot von 150.000 Schweizer Franc aus eigenem überhaupt abzulehnen. Diese Sachen mussten von oben entschieden werden. Und da hat man diese Bedenken sicherlich geltend gemacht. Your Honor, I can't recall this. I learned all this from the documents submitted to me. The second reply, yes, these were the professional reasons. If there are any other reasons, I do not know. And third answer, this is the original document 1884. I do not remember this incident. I only infer things from the document. The refusal comes as a result of the fact that the man is an intellectual.
To the last question, the following is the reply. I assume that they were afraid that this man, due to his particular spiritual and moral capacities, would actually develop activities which would be detrimental to Germany. It varied so far as the offer of 150,000 francs is concerned. Swiss francs, I couldn't certainly have solved the matter by myself, and I had to refer this matter to my superiors, who in turn rejected the offer. Das nächste Dokument ist TAF 538, Urkunde 1351. The next document, T538, original number 1351. Das ist eine Aussage des mehrfach genannten Harsdorf vom 1. November 47, also nach dem Krieg. This is the testimony of Harsdorf, who has been mentioned here several times before, in November 1947, that is to say after the Second World War. It is an interrogation by the Dutch police. Abtransport von Geisteskranken und Räumung einer Heilanstalt. The subject is the deportation of mental patients in the course of the evacuation of a mental hospital. On page 2 in the German text we see, it's on the bottom of the page. Rauter hat dann vermutlich nach Gesprächen mit Seyss-Inquart beschlossen, die genannte Anstalt als SS-Lazarett einzurichten. Apparently, Rauter later decided, and that was after discussing it with Seyss-Inquart, to set up a sanatorium for the SS in the structures of the former mental hospital. Wegen der technischen Schwierigkeiten verbunden mit der Räumung der genannten Anstalt hat meine Dienststelle sich durch Vermittlung von Zöpf mit Eichmann in Berlin in Verbindung gesetzt. Because of the technical difficulties involved in these changes, my unit got in touch with Eichmann's department in Berlin through the intermediary of Zöpf's office. Eichmann hat dann den Befehl gegeben, dass die genannte Anstalt völlig geräumt werden muss. Zu diesem Zweck hat einen Zug beordert mit 25 bis 26 Waggons, worin die Patienten befördert werden mussten. Den Auftrag betreffend der Räumung der Anstalt und Beförderung der Patienten habe ich von Eichmann bekommen. Diesen Auftrag habe ich via Zöpf aus der Fünften zur Kenntnis gebracht und er wurde von einem von Ihnen ausgeführt. Eichmann then gave orders for the complete evacuation of the mental asylum and put a train at the disposal of the evacuation operation, a train with 25 or 26 carriages. The order to evacuate the patients and deport them I received from Eichmann and transmitted it to Zöpf for implementation. Ob diese Angabe des Zeugen Harsdorf hier richtig ist. Now, Mr. Witness, would you like to comment as to whether this testimony of Harsdorf is correct or not? Diese Angabe von Harsdorf kann aus folgenden Gründen nicht richtig sein. Denn wenn der höhere SS- und Polizeiführer Rauter in den besetzten jüdischen Gebieten mit der höchsten Spitze in den besetzten jüdischen Gebieten damals, dem Reichskommissar Seyss-Inquart, beschlossen hat, diese Anstalt als SS-Lazarett einzurichten, und wenn eine Besichtigung dieser Angelegenheit vorausgegangen ist, dann brauchen diese Leute, die selber gesetzgeberische Sachen in die Wege leiteten, sich nicht eines Referenten im Reichssicherheitshauptamt bedienen, um den Befehl zur Räumung einer solchen Anstalt zu geben. Vielmehr wird es so sein, dass, und nur so kann es sein, dass Rauter bzw. Seyss-Inquart den Befehl zur Räumung gegeben haben und über dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD wurde dann beim Reichssicherheitshauptamt ein Zug bestellt und mein Dezernat musste nunmehr, wie bei all den übrigen Sachen, beim Reichsverkehrsministerium einen solchen Zug erwirken und den Fahrplan dafür
in Verbindung mit dem Reichsverkehrsministerium festlegen. So und nicht anders kann es gewesen sein. Now this testimony can't be accurate at all, and certainly can't correspond to reality for the following reasons. When the superior SS, SD and the secret police commander Rauter give certain orders as a result of the deliberations with SAIS Inquart, if they decide upon the establishment of a sanatorium for the SS men in lieu of the asylum for mental patients, then of course it would be inconceivable that these people who had legislative authority would avail themselves of a section in the Reich Security Head Office in order to implement their own will and their own decision. So obviously, in order to convert this particular institute for SS sanatorium, it was quite obvious that instructions were given by Rauter and SAIS Inquart themselves, who decided upon the conversion of the building in question. Later on, they only needed a train, and this train was ordered at a relevant department of the Reich Security Head Office, and this is how the matter was referred to my section, namely Office 4B4, and in accordance with the accepted procedure, I had to get in touch with the Transport Ministry in order to draw the departure chart of the train in question. This was the situation, and it certainly couldn't be otherwise. Das nächste Dokument ist noch nicht eingereicht. About the problem of the Jews in Denmark to Hitler, and who submitted a proposal to remove all the Jews from Denmark. And then on page 5 we read, it's at the bottom of the page, Himmler war zur Durchführung der Aktion das Sonderkommando Eichmann unmittelbar unterstellt dem Amtschef 4, SS-Gruppenführer Müller, von Berlin nach Kopenhagen gesandt worden. By orders of the Reichsführer SS Himmler, the special Sondereinsatzkommando Eichmann was sent to Copenhagen, and it was directly under the jurisdiction of the Chief of Bureau 4 SS Gruppenführer Müller. The unit was sent from Berlin to Copenhagen. Wollen Sie angeben, ob Sie ein solches Kommando nach Kopenhagen geschickt haben oder selbst dort waren und wer den Befehl gegeben hat? Vokatubord, dieses Kommando hatte zwei Schiffe zum Abtransport der Juden geschartet. The commando had President of Court, it also says here that this unit chartered two ships for transporting the Jews. Question by the Defense Counsel now. Mr. Witness, would you like to comment as to whether or not you did send such a special commando, or whether you headed such a commando yourself, or how it was? Es trifft zu, es ist der Sturmbannführer Günther mit einigen Männern des Dezernates nach Kopenhagen in Marsch gesetzt worden. Nachon, Sturmbannführer Günther, together with him, a number of soldiers left for Copenhagen. Were actually detailed to Copenhagen by the office. Diese Inmarschsetzung erfolgte auf Befehl des Amtschefs 4 Gruppenführer Müller. Ob zu jener Zeit dieses Kommando Sonderkommando Eichmann hieß, möchte ich sehr bezweifeln, da dieser Begriff zum ersten Mal in Ungarn auftauchte. Aber im Jahre 1945 hatten sich verschiedene Angehörige der Sicherheitspolizei und SD
aus irgendwelchen Gründen angewöhnt, diese Sachen 4B4 oftmals mit Sonderkommando zu bezeichnen. Ich bin mir dessen nicht bewusst, dass es um jene Zeit Sonderkommando Eichmann geheißen hätte. Es trifft ferner zu, dass es Aufgabe von Günther war, die Transportangelegenheiten zu erledigen. Es trifft zu, dass er diesbezüglich auftragsgemäß zwei Dampfer oder drei Dampfer, ich weiß es nicht genau, charterte. Und es trifft auch zu, dass der Fahrplan auf dem Festland von 4B4 erstellt worden ist. Es trifft jedoch nicht zu, dass Günther die Gesamtaktion in Händen gehabt hätte. Das beweist die Urkunde 757, Staatsanwaltnummer, DAF 585, worin es heißt, die Leitung der Judenaktion in Dänemark lag einheitlich in der Hand des Befehlshabers der Sicherheitspolizei, SS-Standartenführer Dr. Mildner, der alle Anordnungen für die Durchführung erteilte. So viel habe ich zu dieser Frage zu antworten. Zena Hassani, Führer Ich vergaß den weiteren Punkt der Fragestellung zu beantworten. Auch ich bekam Befehl, nach Kopenhagen zu fahren. Dies geschah nach der Aktion und meine diesbezügliche Befehlsgebung ergibt sich aus Dokumenten, die weiter die später behandelt werden. Schachti et Hachelek Hasheni Shel Hashela Ken Gam Ani Kibalti Pkuda Lenso Al Kopenhagen Ulam Bitzati Nishmati Lepkuda Azot Lachar Bitzu Al Mitzah Hadavar Hazeh Mistaber Mitoch Mismachim Asher Od Yugishu Yesh Poat Mishpat Echad Mismach Hazeh After the failure of this operation, Eichmann and Günther, who was Eichmann's representative, told me that Himmler and Hitler were mad with fury after this game. כאן כתוב אייכמן סיפר לי שהיטלר והימלר היו זועפים ומלאי חימה לאחר כישלון המבצע. Bitte in dem Dokument der Aussage Mildner oder in dem Dokument bitte Mildner. בעדותו של מילנר Mildner's testimony, Your Honor. Darf ich bitten? הדף האחרון של מילדה. אז הנצחים זה הייתי את המילדה האוסאגה. אוף מילדה, סטסטמנה. למעלה. אום.
above. It is a handwritten document, it's rather difficult to decipher it. Ich habe meine letzte Seite Nummer 7 endet mit dem Satz, da die Judenaktion in Dänemark vollkommen fehlgeschlagen war, Komma, und geht dann nicht weiter. I have only the last page, namely page number 7, where it is stated that the Jewish measures had failed miserably in Denmark. Herrscht in Berlin beim Chef der Sicherheitspolizei SST, Dr. Kaltenbrunner, beim Amtschef 4, Gruppenführer Müller, große Erbitterung gegen Dr. Best und mich. Hitler und Himmler voll sollen getobt haben, erzählten wir Eichmann und Sturmbannführer Günther, der Vertreter von Eichmann. Ich habe es gelesen, dass das so geschrieben war. Ich habe es auch im Reitinger gelesen. Ich habe aber damals nichts davon gehört und ich glaube, das ergibt sich auch aus den amtlichen Dokumenten von dem Reichsbevollmächtigten Dr. Best, die späterhin meine Anwesenheit in Kopenhagen dem Auswärtigen Amt gegenüber bestätigen und wo Dr. Best festlegt, was der Grund meines Dortseins gewesen ist. Das könnte ein schwacher Hinweis sein darauf, wenn ich eine schwache Unterstützung sein daraufhin, wenn ich sage, dass ich von dem Toben und von der Erbitterung und so weiter nichts gehört habe. Aber pische hu mister mech alecha advarecha. But he refers to what you said, says Judge Lucky. Trotzdem er es von Ihnen gehört haben soll. Obwohl sich Mildner auf mich bezieht, jawohl. Nur glaube ich, das ist eine Aussage von Mildner, als er selbst im, ich glaube, Untersuchungsgefängnis oder irgendwie gewesen ist. Und er legt hier in diesem Bericht, so viel ich glaube, den Schwerpunkt darauf, dass er, bevor die Aktion in Angriff genommen wurde, sofort nach Berlin flog, um dem Amtschef 4 Gruppenführer Müller, beim Amtschef 4 Gruppenführer Müller Vorstellungen zu erheben und Bedenken anzumelden. Wie geht's über Talo Amartalo al Hitler be Himmler? That means to say, in after that you didn't say to him that Himmler and Hitler were so terribly indignant at what happened. Nein, denn ich habe es zu jener Zeit gar nicht wissen können. This transpires from the document, page 8, I'm sorry, page 9. As the entire anti-Jewish operation in Denmark failed altogether, there was indignation Hitler and Himmler were foaming at that time and indignant at what happened. Unquote. Ken Karatizot, Karatizot Kamer, Karatizot Gamer, I also read about it, but at that time I didn't hear anything about the matter at all. Asmachta kol shehi le dvari ze shelo shamati al kach beshaato. This may be corroborated in the report by Dr. Best submitted to the Foreign Ministry with regard to my presence in Copenhagen and the reasons for my presence there and the circumstances thereof. I understand that Mindler's testimony
לא בעיקר בקשר אליי, אלא נקודת הכובד בגלל זו שמשרד that before the operation started, the man flew to Berlin and expressed his dissenting attitude to Müller. This is what he's trying to prove. This was a testimony taken in custody. And another question by Dr. Levy is answered, no, I didn't know that at that time. Ich darf nur auf den letzten Satz dieser Aussage hinweisen. Vorschläge über Milderung der Maßnahmen in Dänemark, nachdem diese Aktion praktisch fehlgeschlagen war. He reports about proposals for mitigating the condition of the Jews after the previous drastic operation had failed. Ich bitte um Unterrichtung, ob das rechtlich als Hauptamt nach den Vorschlägen Eichmanns verfahren wird. And in the last paragraph, he says, I would like to be informed whether the head office of Reich Security will act in accordance with Eichmann's proposal. And the next document, that is the reply, the outcome of the previous one, they draw the conclusion and they say, yes, we shall act according to these proposals. We agree to follow these proposals. Judge Halevy, the accused, were you authorized to propose measures benefiting the Jews? Nein, das konnte ich sicherlich nicht machen. Aber ich hatte den Befehl, nach Kopenhagen zu fahren, um dort mit dem Befehlshaber der Sicherheitspolizei in SSD und dem Reichsbevollmächtigten die Sachen zu besprechen, die zu diesem Aufruhr geführt haben, um ihn zu glätten. Und da habe ich an Ort und Stelle die Vorschläge, die die Stellen zu machen hatten, entgegengenommen, denn ich konnte es ja nicht selbst entscheiden, und habe es nach Berlin gebracht und habe es dort dem Amtschef vorgetragen, der die Sache entweder selbst oder von seines Vorgesetzten entschieden wurde. Judge Halevy, in other words, these were proposals put forward by other people. By the people in Denmark. Ich nehme das an, Herr Richter, es geht ja auch aus der Urkunde hervor. Law, I couldn't, of course, do it, but I went to Copenhagen in order to clarify with the security police and SD commander and the Reichsplenipotentiary what to do in order to put an end to riots which broke out as a result of what of the anti-Jewish operation, and then I went to Berlin, Berlin and reported thereon, and the Berlin authorities, the semi superiors, took appropriate measures. To the next question by Dr. Levy, the answer is, I believe this was the case, and this transpires also from the documents. Es schreibt hier Benzler an das Auswärtige Amt. Benzler ist an das Ministerium. Benzler ist writing to the Foreign Ministry. Es ist ein Schreiben vom 12. September 1941. Das Schreiben hat besondere Bedeutung wegen der handschriftlichen Notiz am Schluss unten. There is particular significance to this document because of the handwritten marginal notations at the Eichmann schlägt erschießen vor. Deswegen muss ich den Text hier etwas ausführlicher vortragen. Eichmann, Matthias, the handwritten notation says, Eichmann proposes death by shooting. That is the reason why I have to go Unterbringung in Arbeitslagern bei jetzigen inneren Zuständen nicht möglich, da Sicherung nicht gewährleistet. Judenlager behindern und gefährden sogar unsere Truppen.
so ist sofortige Räumung des Lagers von 1200 Juden in Sabbat notwendig, da Sabbat Kampfgebiet und in Umgegend aufständige Banden in Stärke von mehreren tausend Mann festgestellt. Andererseits tragen Juden nachweislich zur Unruhe im Lande wesentlich bei. Im Banat hat, seit dort Juden entfernt worden sind, hier in Serbien besonders schädliche Gerüchterei sofort aufgehört. Abschiebung zunächst männlicher Juden ist wesentliche Voraussetzung für Wiederherstellung ordnungsmäßiger Zustände. Ich wiederhole daher dringend meine Bitte. Falls sie erneut abgelehnt wird, bleibt nur noch sofortige Abschiebung nach dem Generalgouvernement oder Russland, was aber erhebliche Transportschwierigkeiten machen dürfte. Andernfalls muss Judenaktion vorläufig zurückgestellt werden, was gegen die mir von Herrn Reuss Außenminister erteilte Weisungen. Unterschrift Benzler. I quote the document. Under the present circumstances, it is impossible to transfer them into labor camps since it is difficult to provide security measures. Jewish camps create obstacles and dangers even to our own troops. These are rebel bands. On the other hand, it has been proved that the presence of the Jews in the country contributes considerably to unrest and disturbances. In the Banat area, here in Serbia, the rumor mongering has stopped instantly from the moment the Jews were removed from that area. The immediate deportation of, first of all, Jewish males is an absolutely necessary precondition for the restoration of regular circumstances. For that reason, I repeat urgently my previous application. Should it be turned down once again, the only alternative left would be deportation to the general government area of Poland or to Russia. However, this would probably create considerable transport difficulties. Failing that, the Jewish operation would have to be suspended temporarily, but this would be in contravention of the orders I have received from His Excellency the Foreign Minister. Die handschriftliche Notiz, auf die es hier ankommt, scheint von Rademacher zu sein, lautet: Nach Auskunft Sturmbannführer RSHA, Römisch 4, D, Römisch 6, Aufnahme in Reichsgebiet und Generalgouvernement unmöglich, nicht einmal die Juden aus Deutschland können dort untergebracht werden. Eichmann schlägt Erschießen vor. Die marginal notation in handwriting says, according to the information received from the head office of Reich Security, deportation from Department 4, deportation to the government general area is impossible, nor to Russia or to Eichmann the Reich itself. Eichmann proposes death by shooting. Dazu gehören nun, das nächste Dokument,
The next document also belongs here. Und zwar, yes, it is 875. Bitte ich vorzunehmen, Seite 3. Es ist oben nummeriert. It is page 3 of the document itself, not the covering letter. Es sind Erklärungen von Rademacher. Es heißt hier auf Seite 3, aufgrund der Notiz Luthers vom 12.09. bin ich am 13.09. zum Vortrag bestellt worden. Ich erinnere mich noch genau, dass ich ihm gegenüber saß, als ich mit dem Reichssicherheitshauptamt telefonierte und dass ich die handschriftlichen Stichworte über Eichmanns Antwort aufschrieb und während des Telefonats zu Luther hinüberschob. Eichmann hat dem Sinne nach gesagt, dass die Militärs für die Ordnung in Serbien verantwortlich seien und aufständische Juden eben erschießen müssten. Auf meine Nachfrage wiederholte er einfach erschießen und hing auf. On the basis of the Shomet Shelutan, Mishnema Sahab of September, Kuzmanti, Lematandin Heshbon Bishlosha Sahab of September. אני זוכר עדיין בדיוק כי ישבתי מולו כשדיברתי טלפונית עם המשרד הראשי ליצחן רייש וכי כתבתי מילות מפתח בכתב ידי אודות תשובתו של אייכמן ותוך כדי שיחה טלפונית העברתי את המסמך I pushed the piece of Luther. Paper across the table to Luther. לפי תוכן הדברים, according to the אמר אייכמן, content of the conversation, Eichmann said that the תוכן דבריו של אייכמן היה כי אנשי הצבא הם האחראים לסדר בסרביה וכי עליהם אם כן לירות ביהודים מתקוממים. לאחר שחזרתי ושאלתי, חזר הוא פשוט על המילה shooting, and then he hung up the phone. Judge, the president, of course, Den schnodrigen Hinweis Eichmanns erschießen habe ich als Hinweis auf eine zwar harte, aber völkerrechtlich doch zulässige Repressalie gegen Aufständische angesehen, für die bei den militärischen Besatzungshürden die Entscheidung und Verwaltung und Verantwortung lag. In his via Eichmann Bichzarao Gassut al Haefsharut Lirot Raiti Bechach shooting, then I regarded this as a reference, a statement which was very harsh, but justified from the international law point of view, as a reprisal measure against rebels, and for which the responsibility lay in the hands of the military authorities. Erzeugen, wollen Sie zu diesem Vermerk, Eichmann schlägt erschießen vor, Stellung nehmen? Ich habe eine solche Äußerung nicht getan. Ich hätte sie auch nicht tun können, weil eine solche Äußerung dem Zuständigkeitsbereich meinerseits bei weitem überschritten hätte. Ich habe
חריגה רבה מהיקף שטח סמכויותיי שלי. Als ich nun in den Besitz dieser Dokumente kam, um in ihnen zu arbeiten, habe ich mir diese Angelegenheit besonders gründlich vorgenommen. כשהגיעו המסמכים האלה לרשותי כדי שאוכל לעבד אותם, עיינתי בהם ושקלתי היטב היטב. Weil mir die Schwere des Vorwurfs durchaus bekannt ist. כי נתתי לעצמי דין וחשבון על חומרת ההאשמה. Als erstes habe ich festgestellt, dass zwischen dem Auswärtigen Amt und dem Reichssicherheitshauptamt die gegenseitige Bearbeitung in bedeutend geringeren Angelegenheiten mit einer bürokratischen Akkuratesse erledigt wurde, die es mir von Haus aus sehr merkwürdig erscheinen ließen, dass eine solch wichtige Angelegenheit hier mit einer einfachen Randnotiz abgetan hätte werden sollen. ראשית קבעתי כי ההתכתבות והטיפול ההדדי במיניסטריון החוץ ובין המשרד הראשי לביטחון הרייש, אך בעניינים קטנים הרבה יותר, נהגו להיעשות בדיוק בירוקרטי כה רב, עד אשר נראה לי משונה מעיקרה, כי עניין כזה ייפתר פשוט על ידי רשימה בכתב יד בשולב של מסמך. Als ich das Dokument 1244 bekam und hier diese Stelle las, da hatte ich mir die Sache überlegt und hatte sie mir gewissermaßen bildmäßig vorgestellt. Denn Rademacher sagt, er sei zum Vortrag befohlen worden und erinnere sich noch genau, dass er Luther gegenüber saß und während des Telefonats hätte er Luther die handschriftlichen Stichworte Eichmanns hinübergeschoben. כשראיתי את המסמך 1244 ועיינתי בפסקה האחרונה, ביקשתי לתאר לעצמי באופן ציורי את המצב. רדמאכר אומר שם שהוא הוזמן למתן דין וחשבון ולהגשת הצעותיו, וכי ישב מול לותר, וכי בשעת השיחה הטלפונית העביר את הפתק אל לותר שישב למולו. Nun, war ich sowohl Rademacher bekannt, und zwar persönlich, als auch Luther durch den Dienstbetrieb. אני אומנם הייתי ידוע הן לרדמאכר והן ללותר על ידי המגע במסגרת השירות. Trotzdem fand Rademacher Zeit, in seinen Stichworten genau anzufangen, nach Auskunft Sturmbannführer Eichmann, RSHA, 4D, 6, da hat er sich geirrt, und so weiter, diese Sache aufzuschreiben. בכל זאת מצא רדמאכר לנכון לרשום בכתב ידו כשהעביר לעמיתו בדיוק לאחר שנתברר אצל שטורמבן פירר אייכמן מהמשרד הראשי לביטחון הרייש 4D6 כמותה וכולי וכולי. Diese Einleitung wäre also bei einer flüchtigen Hinwerfung von Stichworten überflüssig gewesen. אם באמת הייתה זאת רשימת מילות מפתח תוך כדי So dann habe ich in Poliakow Urkunden gefunden auf Seite 350. כן מצאתי מסמכים בעמוד 350 בספרו של פוליאקוב und 448. ובעמוד 448. Auf Seite 350 ist ein Schreiben des bevollmächtigten kommandierenden Generals in Serbien vom 10.10.41 angeführt. In dem heißt es, בעמוד 350 יש מכתב מתאריך 10 באוקטובר 41 מאת המפקד המיופקוח בסרביה, שם כתוב לאמור. Auszugsweise, in Serbien ist aufgrund der Balkan-Mentalität notwendig, die Befehle des Oberkommandos der Wehrmacht in der schärfsten Form durchzuführen. בסרביה יש לבצע בצורה חריפה ביותר את פקודותיו של המפקד העליון עקב המנטליות הבלקנית.
In allen Standorten in Serbien sind durch schlagartige Aktionen umgehend alle Kommunisten und so weiter, sämtliche Juden, eine bestimmte Anzahl anderer festzunehmen. Be Serbia yes litpos ולעצור קומוניסטים וחנהלה את כל היהודים ומספר אחרים גם כן במבצעי פטע. Diesen Geiseln und der Bevölkerung ist zu eröffnen, dass sie bei Angriffen auf deutsche Soldaten oder Volksdeutsche als Geiseln erschossen werden. לבני ערובה אלה יש להודיע כי יירו למקרה התקפה על כוחות ביטחון גרמניים או בני העם הגרמני. Der zweite Befehl des Kommandierenden, des bevollmächtigten Kommandierenden Generals in Serbien vom 19.10.41. הפקודה השנייה מ-19 באוקטובר 41 מטעם המפקד המיעוט הכוח בסרביה. Unter dem Betreff Sühnemaßnahmen an das Wachregiment Belgrad besagt, die Exekution ist an 1600 festgenommen durch Wachregiment Belgrad zu vollstrecken. כתוב לאמור, פעולת הכפרה בבלגרד יש לבצע ב-1600 בני הערובה על ידי גדוד המשמר בלגרד. Ich selber werde in den nun folgenden Akten, wo die Angelegenheit in sehr drastischen Worten berichtlich geschildert wird vom Auswärtigen Amt, nicht mehr erwähnt. אני עצמי אין מזכירים עוד את שמי בהמשך אשר בו מתואר באופן חריף ביותר המהלך להבא של אותם פעולות וצעדים. Hätte ich also eine solch eminent wichtige Empfehlung gegeben, wäre es naheliegend, dass ich in der Fülle der noch vorhandenen Akten doch irgendwie einmal genannt worden wäre. אם כן לא הייתי אני נותן הוראה כזאת, הרי היה קרוב לוודאי שיופיע שמי עוד לפחות פעם אחת במכלול התעודות והמסמכים הקיים עדיין. Hingegen habe ich ein Dokument, Staatsanwalt Nummer 652, TAF 884, festgestellt, worin Weizsäcker, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, den offenbar den Ton und die Aktivität seiner Beamten im Auswärtigen Amt mit Schrecken zur Kenntnis genommen hat, denn es heißt darin, im zweiten Absatz, לעומת זאת מצאתי במסמך מספרו המקורי 652 מספר תביעה 884 כי ויצזקר איש מיניסטריון החוץ נבהל ונדהם ונזדעזע לאור הפעולות והנימה אשר בהם נהגו אנשיו כי שם כתוב בפסקה השנייה לאמור Dagegen geht es über Benzlers und des Auswärtigen Amtes Aufgabe hinaus darin aktiv mitzuwirken, wie die dafür zuständigen militärischen und inneren Instanzen das Judenproblem innerhalb der serbischen Grenzen bewältigen. Lumat zot חורג הדבר מסמכויותיהם ומתפקידם של בנצלר ואנשי מיניסטריון החוץ לפעול באופן פעיל ורב בפתרון שאלת היהודים בסרביה אשר היא עניינם של הרשויות הצבאיים והפנימיים בתוך סרביה. Und der letzte Absatz, ich habe dem Gesandten Benzler heute mündlich dasselbe gesagt. Es wird sich empfehlen, ihn noch entsprechend schriftlich zu unterrichten. והפסקה האחרונה, אותו דבר אמרתי היום לשגריר, לציר בנצלר בעל פה, רצוי גם להשלים הודעה בעל פה זאת על ידי תכתובת בכתב. Diese Rüge ist also offenbar den Beamten des Auswärtigen Amtes zuteil geworden, denn ihre Aktivität ist in der Tat sehr undiplomatisch gewesen, aggressiv und vorpreschend. כך גערו כנראה באנשי מיניסטריון החוץ, כי פעולתם הייתה באמת בלתי דיפלומטית, תוקפנית וחורגת מסמכותם. Und weil mir bekannt ist, dass es, wenn auch zu den seltenen, aber immerhin Gepflogenheiten der Instanzen zählte, wenn Vorgänge dem Chef vorgelegt wurden, dieselben vom Sachbearbeiter durchgegangen wurden
und hier oftmals nachträgliche kleinere Korrekturen vorgenommen wurden, muss ich in diesem Fall unterstellen, dass Rademacher diese Randnotiz nach Kenntnisnahme der Einstellung Weizsäckers zu diesen Angelegenheiten hier nachträglich zugesetzt hat. Ich kann nur noch einmal erklären, ich habe eine solche Empfehlung nicht gegeben. ואף על פי שלא היה זה דבר שכיח, בכל זאת קרה לעתים שכל מסמך היה עובר בידיהם של עובדי המדור והמתכלים לפני שהודש למנהל, לראש היחידה, וכי העובדים, עובדי המדור, היו מכניסים תיקונים של בדיעבד בתוך המסמכים. לכן עליי להניח כאן כי רדמאכר ראה את המסמך לאחר שכבר נודעה לו עמדתו השלילית של וייצקר, וכי הכניס בדיעבד את הרישומים המופיעים כאן. לסיום עליי לומר ולהדגיש עוד פעם נוספת, לא אני הוא אשר נתתי את ההוראה הזאת. Ich komme zu dem nächsten Dokument 8.